Unser Webinar heute dann heißt GPS-Navigation-App für präzise Landwirtschaft. Und ich wollte Ihnen gerne alle Funktionen, Tools zeigen, wie Sie Ihre Arbeit bei dem Feld vereinfachen können. Also, wir beginnen dann. Und mein Name ist Dmytro Nikonenko. Ich bin aus Kundensupport. Team. Ich unterstütze die Kunden, wenn die Fragen entstehen oder wenn etwas nicht funktioniert, damit wir die Systeme komplett funktionieren und alle dann auf dem Feld mit ihren Aufgaben dann klappen. Und auch rechts auf dem Foto können Sie unser Support-Team sehen. Da ist oben rechts Taras, er ist Teamleiter, Teamlead von unserem Team. Er ist schon lange in Philby, in e-Pharma. Dann, Sie sehen in der Mitte Olcha, sie war beim Demo-Tour. Sie unterstützt auch die Kunden mit den Installationen. Auch da sehen Sie Pavlo, er hilft mit der Installation von der MDU, ob es dann auf Ihrem Traktor angepasst werden kann. Und da links bin ich, Dmytro. Also, dann unser Webinar besteht aus 8 Teilen. Erst ist es Einführung, danach ist die Philby Traktor GPS-System, ich werde es Ihnen zeigen. Dann wir schauen und vergleichen die kostenlose und Premium-Abonnement von der Navigations-App. Dann in Navigations-Apps gibt es verschiedene Muster, mit denen Sie dann das Feld bearbeiten können und wie richtige Muster sollen Sie verwenden. Dann Demo. Ich würde gerne Ihnen zeigen die Navigations-App und auch die Web-Lösung, wie Sie mit den Navigations-Apps auf dem Feld dann arbeiten können und mit Web, wie können Sie dann die Felder malen und da die Info eintragen und mit dem Import vom Felder. Ich würde auch gerne zeigen, wie externe Empfänger mit unserem Navigations-App verbinden können. Wie es funktioniert, wie Sie es auch probieren, damit Sie die bessere Genauigkeit auf dem Feld haben. Es ist dann besser, RTK bis 1 Zentimeter zu haben. Auch kann man dann die zum System, Autolenkungssystem einsetzen, wenn Ihr Traktor wird dann von MDU, von mechanischer Driver Unit gesteuert und es wird dann ganz in der Mitte fahren und auch eher Schläfe in der Mitte zur Linie dann bringen. Und auch wie unsere Landwirte die Philby-App verwenden, bei welchem Felder. Ich würde es auch gerne zeigen. Beim Einführung, ich wollte Ihnen unser Team, unsere Firma zeigen. Da waren wir beim Feld, bei allen, beim Testen. Und unsere App ist basierte Android-basierte Lösung, Navigationslösung und unser Ziel, diese Mission ist, höhere Präzision zu einem erschwinglichen Preis zu geben. Und diese App ist und wird gemeinsam mit Landwirten für Landwirte entwickelt. Da alle Feedbacks von unseren Kunden helfen uns sehr. Von Google Play Store, da kann man sehen, die App wurde mehr als 350.000 Mal heruntergeladen in mehr als 50 Länder. Da sind bei uns ungefähr 3.000 Kunden, die App und das System verwenden. Und wir sind eine Firma mit 36 Mitarbeiterinnen. Da ist das Philby Traktor GPS-System, was Sie da sehen können. Es ist dann das Tablet mit Navigations-App, dann ist Router, Empfänger, ECU, das ist mit dem Cloud funktioniert.
und mit dem Antrieb. Also, die Empfänger wird dann zum Beispiel Korrektur von Antriebprovider bekommen. Es wird bei Internet an Router übertragen und dann an Empfänger. Und da kann man die Genauigkeit bis 1 Zentimeter bekommen mit solcher Funktion. Und die Daten werden, die alle ihre Daten werden dann in Cloud gesichert. Dann ist Empfänger und Router mit Issue-Controller verbunden. Issue ist es ein Controller, der dann analysiert auch ihre Position Traktors im Feld und es kann dann an MDU Mechanical Driver Unit übertragen oder dann an hydraulische Lösung. MDU, da gewöhnlich man installiert auf dem Lenkrad, damit ihr Traktor dann zur Linie kommt und dann bleibt in der Mitte. Auch wenn dann ihr Traktor nicht mit MDU kompatibel ist, da kann man die hydraulische Lösung installieren. Und auch da rechts auf diesem Foto sehen wir Ihren Traktor und da soll es ganz in der Mitte sein oder dann, wenn es nach links oder nach rechts kommen oder dann, wenn Feld nicht dann ganz dann nicht ganz ja nicht dann gut ist oder es gibt ein paar Grad, das ist dann ein bisschen schwierig zu bearbeiten. Issue und MDU und hydraulische Lösung hilft dann Ihnen, es in der Mitte mit Traktor zu sein. Da können Sie auch die Berichte erstellen, die Genauigkeit bis 1 Zentimeter erreichen. Mit externen GPS-Empfänger würde ich noch Ihnen ein bisschen es später zeigen und am Schluss an Autolenkung. Da ist dann die Anforderungen und Zubehör für unsere App. Wir empfehlen Ihnen besser Android von 5 oder von 8 dann zu benutzen, damit Sie die beste und gute Performance haben. Da ist links dann ein gutes Beispiel vom Tablet mit dem Empfänger und auch MDU und auch mit dem Router, mit dem Internet, es funktioniert dann gut. Zusätzlich können Sie dann Autohalterung in der Kabine bei Ihrem Traktor installieren oder dann mit Zigarettenanzüge Strom für Tablet verknüpfen. So. In vielen Navigations-Apps gibt es kostenlose Version oder dann Premium. Mit kostenlosen Version, Sie können es herunterladen, probieren. Wenn Sie wollen, auch dann Testphase anfangen. Es ist 14 Tage. Wenn Sie wollen, dann die verschiedenen Muster probieren oder dann externe Empfänger per Bluetooth verbinden. Da brauchen Sie erst Testphase für 14 Tage. Wenn es dann Ihnen gefallen ist, Sie können dann die Premium-Version kaufen oder dann auf kostenlose Version bleiben. Bei kostenloser Version ist es dann für Muster-Spurführung gerade AB verfügbar. Dann Kartierung, Sie können die Felder erstellen, es messen, auch die Daten erstellen und eintragen, die Notizen eintragen, wenn dann irgendwelche Hindernisse auf dem Feld gibt, dass Sie sollen dann es, wenn Sie es fahren, dann übergehen, wenn es Ihnen dann beim Feld stört. Ja, und mit Premium-Version und bei beiden auch Systemen würde ich gerne sagen, es ist auch sehr gut, mit der App bei der Nacht zu arbeiten. Wenn Sie dann nichts sehen oder Sie sollen dann Schläfer einschalten, Sie sehen dann auf Ihren Navigations-Apps, wo Sie sind, wohin Sie fahren, wie viel haben Sie bearbeiten und wie viel sollen Sie es noch. Und da rechts, ich würde gerne zeigen von diesem Screenshot.
Wir fangen an dann von unten links. Da, Moment, ich mache dann besser die. Also, dann kann man unten links ihre Genauigkeit sehen. Jetzt sehen wir auch den Screenshot SSDGPS. Das bedeutet, sie haben dann bis 1 cm bis 2 cm Genauigkeit, wenn sie es in interne GPS-Source benutzen. Einfach von ihrem Smartphone oder von Tablet ist es dann bis 2 cm die Genauigkeit. Sie können auch die Positionszentrierung sehen, wo sie sind, von 2D oder auf 3D zu wechseln, damit sie die gute Ansicht sehen. Auch das Bild minimieren oder mehr sehen. Rechts, dahin, dass sie Anbaugerät einschalten oder aus. Dann gibt es die Einstellungen. Es ist dann für die MDO, damit es gut zur Mitte ihr Traktor führt. Dann die Aus- und Einschalten für Autosteer. Rechts ist es dann die Muster. Ich werde es auch später diese alle Muster Ihnen zeigen. Und Sie sehen dann oben oder dann auch links, wie viel Hektar haben Sie schon bearbeitet? Dann mit welcher Geschwindigkeit fahren Sie? Welche Distanz haben Sie gefahren? Und die Zeit für diese Aufgabe auf diesem Feld. Da ist dann in Navigations-App gut die Dokumentation und Aufgaben zu machen und zu sammeln. Da können Sie auch die Mitarbeiter eintragen, auch bei der Aufgabe, dann ist, ob es noch offen ist, ob es dann in Progress oder wenn es die Aufgabe schon fertig ist. Davon Aufgaben können Sie die ja, verschiedene Aufgaben eintragen, wie Düngung, Sprühen, Boden bearbeiten, anpflanzen, Enzerarbeit und dann andere, wenn es gibt keine Bezeichnung, Sie können es einfach manuell eintragen. Und da auch oben sieht man, was noch offen ist, in Progress oder dann was fertig dann. Mit diesem App ist es dann einfach das Feld zu erstellen. Sie klicken auf Feld zu eintragen und setzen dann die Punkte, wie es jetzt auf diesem Video, diesem GIF angezeigt ist, mit dem Namen, wie viel für die Größe und auch für die Gruppe. Und da auch sieht man die Genauigkeit, wenn sie im Feld sind. Auch gibt es bei uns, dass Sie die Kulturen eintragen können, die verschiedenen, auch mit den Seasons. Was wurde dann 2020 zum Beispiel gemacht, 2021? Da gibt es es auch in unserem Feld, diesen Verlauf, diese History. Da gibt es auch gute Möglichkeit im App, dass Sie die Hindernisse in App klicken können. Wo ist dann Hindernis? Und Sie sollen es übergehen. Da kann zum Beispiel ein Baum sein oder dann ein, ja, es gibt dann auf dem Feld. Ja, ich denke, dann ist sehr oft mit dem Baum. Oder dann, wenn Sie etwas auf dem Feld verlassen haben und Sie sollen es dann übergehen. Und auch die Notizen und auch Sie können auch die Positionsstellen, wo zum Beispiel Sie heute gearbeitet haben, wo Sie es gestoppt haben und dann zum Beispiel morgen können Sie es wieder anfangen. Sie sehen, wo Sie die Aufgabe gestoppt haben.
Im Navigation selbst ist es dann einfach, den Track zu erstellen. Sie sollen mit dem Plus dann die Aufgabe setzen, dann das Feld auswählen. Das Feld können Sie entweder erstellen oder dann importieren. Ich würde es auch dann später zeigen. Sie können dann auch Ihre Traktor in App speichern, die Info, das Modell, Anbaugerät, Breite, wenn Sie wollen, auch dann die Entfernung von diesem Anbaugerät und Versatz, wenn es gibt Versatz beim Anbaugerät. Da ist es jetzt dann rechts gut ersichtlich, da Sie die Breite eintragen. Es ist dann für Ihre Traktor, für Ihre Maschine. Auch gibt es auch bei uns die Möglichkeit, nur für Anbaugeräte zu eintragen. Es ist auch sehr bequem, dass wenn Sie bei einem Traktor das Anbaugerät gespeichert haben, aber wenn Sie wollen, dann bei einem anderen Traktor das Anbaugerät benutzen. Sie können es dann entweder beim Traktor eintragen oder dann auch die beim gespeicherten Anbaugerät. Dann von der Breite nächste ist Abstand zum Arbeitsgerät und auch Versatz. Es ist ja gewöhnlich, wenn es ein bisschen nach links ein paar Zentimeter ist oder dann bis 1 Meter und dann rechts. Da auf diesem Bilder ist es, wir sehen dann links die Muster von der Premium-Version. Was da interessant ist, dass die Felder sind verschieden und Sie sollen dann den richtigen Muster auswählen. Aber gerade oder aber Kurve oder aber manual, wenn Sie wollen es so machen, vorgewendete. Da gibt es bei uns jetzt sechs Muster und auch entwickeln wir eine neue mit Multi-Headland und diese Funktion wird auch dann diese Woche und dann nächste Woche für die Benutzer vorkommen. Und da auf diesem Bild sehen wir, Sie sind jetzt im Feld, aber gerade geklickt, aber Punkten, dann wurden die Linien jetzt aufgebaut und da soll man dann Anbaugerät einschalten und das Feld bearbeiten und in der Mitte dann bleiben. Auch kann man den Namen des Felds sehen und auch die Größe. Und da ist auch unten diese Daten mit Größe, Geschwindigkeit, Distanz und die Uhrzeit. Und auch ist es auch wichtig mit Genauigkeit. Da ist dann unsere sechs Muster, verwendete Muster, aber gerade kostenlos, aber Kurve, aber manuell, vorgewählte gerade, kurvig, gespeicherte Spur. Ich empfehle Ihnen immer, das Feld zu erstellen und dann mit richtigen Mustern es bearbeiten, damit Sie die Zeit sparen und auch da ihr Zeit, ja, bei dem Feld, damit Sie mehr Zeit für verschiedene Aufgaben haben. Da ist dann diese neue Funktion Multi-vorgewendete Muster. Es wird dann diese Woche oder nächste Woche vorkommen. Ich würde gerne Ihnen ein Video zeigen von dieser Funktion. Also, wir nehmen dann ein Feld. Wir wählen dann die Muster mit Multi-Vorgewende aus. Dann die Anzahl der Vorgewende für Ihr Feld, zum Beispiel 1, internes Muster, aber gerade oder aber Kurve. Wir fahren dann an.
Jetzt ist dein Anbaugerät eingeschaltet. Das Feld wurde schon erstellt. Wir machen dann jetzt Punkt A auf der Karte. Dann den Punkt B. Und die Linien wurden aufgebaut. Und dann sie probieren dann in der Mitte zu bleiben, wenn sie es mit manueller Spürung machen. Und die Linien auch, ja, Spuren wurden aufgebaut. So, und ja, da gibt es verschiedene Felder oder es gibt Hindernisse, da kann man mit verschiedenen Münzen dann vereinfachen und das Feld bearbeiten. Okay, ich klicke jetzt weiter. Und haben wir jetzt das Tag? Ja. Okay. Da können wir dann mit MDU jetzt für die Navigation sehen. Ich würde dann Ihnen auch später MDU zeigen. Also, auf dem Feld Sie sehen, wie viel Zentimeter sollen Sie noch zur Mitte kommen. 2 zum Beispiel oder dann 5. Gewöhnlich ist es bis 1 oder 0. Und da kann man dann den Autosteer, dieses Autolenkungssystem einschalten und Ihr Traktor bleibt dann in der Mitte. Da ist dann auch eine gute Möglichkeit. Sie haben zum Beispiel heute Ihre Arbeit auf dem Feld gemacht und Sie wollen dann morgen anfangen und für den nächsten Tag Sie wählen in Navigations-App dann die vorherige Track. Sie sehen, was haben Sie gemacht mit Größe, mit Gehzahl, mit Datum, Uhrzeit und dann Sie können es wieder starten und vorsetzen. Bei unserer App, Sie können, wenn Sie es brauchen, Messfläche messen oder dann Perimeter, wenn Sie es brauchen. Es gibt dann in App oben rechts folgende zwei Funktionen, wie es jetzt auf dem Video gezeigt. Sie stellen dann ein paar Punkten, aber wenn das Feld nicht so einfach ist, dann mehr Punkten. Sie können auch diese Punkten entweder in Navigations-App stellen oder dann im Web-Lösung. Da würde ich Ihnen auch zeigen. Okay, jetzt ist dann Demonstration von Navigation. Ich soll es jetzt einschalten. Moment. So, ich wähle jetzt es richtig für uns. Moment bitte. Okay. Moment. Okay, jetzt ist dann gut. Ich präsentiere dann. Moment. Tak. Okay, wir probieren es jetzt. Ich würde Ihnen jetzt es erst vertikal kurz zeigen. Moment, ich prüfe es. Okay, ich denke, es ist gut. Also, wir sind jetzt in Navigations-App. Ich empfehle Ihnen es auf Play Store, wenn Sie viel besuchen, oder ich kann auch Ihnen den Link schicken für die App von Play Store. Sie können es einfach herunterladen.
dann sich anmelden, entweder mit Google-Account oder dann mit einer anderen ihr Domain-E-Mail. Sie kommen dann gleich zu dieser Fläche, ja, und Sie wählen auch dann die Sprache. Also, da ist links dann Navigieren. Ich werde es zeigen, wie Sie es machen. Dokumentation, FieldBishop, Einstellungen, Feedbacks und unten ist dann das Feld für die Premium oder dann kostenlose Version. Okay, ich wollte kurz erst mit Dokumentation anfangen. Da können Sie Ihre Aufgaben eintragen, Ihre Felder, da verschiedene Notizen. Es gibt Wörterverzeichnis von Ihren Materialien, Maschinen, Kulturen und Arbeiter. Mit Aufgaben ist es dann die neue oder was gibt es jetzt in Arbeit oder was wurde dann schon gemacht. Da ist mit dem Plus, können Sie die neue Aufgabe eintragen, wie Düngung, Sprühen, Bodenbearbeitung, Anpflanzen, erneute Arbeit oder dann andere und gleich dann das Feld auswählen. Ich gehe kurz zurück. Da gibt es auch die Möglichkeit für die Sortierung mit Feldern. Da sind alle Ihre Felder, die Sie auf dem Navigations-App mit den Punkten gemalt haben. Und ich würde es jetzt dann zeigen, Moment, mit manueller Messung. Da habe ich schon zwei Felder gemacht. Ich klicke jetzt, dass wir dann noch ein Feld machen. Ja, zum Beispiel ist einfach. So, wir geben den Feldname zum Beispiel Webinar-Test. Dann die Größe. Ich denke, ja, es wurde dann schon automatisch kalkuliert. Mit Kulturen, da gibt es verschiedene Kulturen und auch die Farbe. Und mit Gruppe, wir stellen auch dann, dass es jetzt, ich probiere da mal kurz mit Test. Und auch wenn Sie da brauchen, die zusätzliche Information zu eintragen, wenn etwas nötig ist oder auf was soll dann Mitarbeiter achten bei diesem Feld, dann wir speichern es kurz. Da gibt es dann dieses Feld da unten. Dann, ich probiere mal kurz, das war mit der Gruppe. Es ist dann für Filter löschen. Dann, Sie können Ihre Felder auf der Karte dann sehen. Es ist dann für Filter, Suchfunktion und sortieren. Oder wenn Sie wollen, dann die Felder auswählen und dann die Anpassungen vornehmen. Mit Notizen dann ja entweder ein Notiz eintragen oder Fixpunkt, wo Sie gestoppt haben oder wollen Sie die eine Position auf dem Feld zeigen und ein Hindernis, wenn es gibt, Baum. Da ist drei Tipps. Ich klicke mal zurück. Sie können dann Feld, wir nehmen dann ein Webinar. Jetzt gibt es keine Notizen, Fixpunkt oder Hindernis. Ich schreibe eine Notiz. Zum Beispiel, ich nehme dann es kurz da. Und wir schreiben dann mit dem
Das ist besser dann für Hindernisse, für Bahn schreiben und für Notiz werden wir dann schreiben mit dem Grad zum Beispiel. Button, Gruppe, dann Radius von diesem. Wir scheinen dann besser. 1 Meter. Mit dem Fels, ja, ich habe es nicht auf diesem Webinar geklickt. Speichern. Dann ist Notiz da bei uns auf dem Feld. Gehe mal kurz zurück. Ja, Notizen. Und ich finde da gut eine Funktion von Hindernis. Wenn ein Baum auf dem Feld ist, die können es zeichnen. Wenn sie fahren, sie sehen es dann gleich auf ihrem Track. Dann mit Materialien. Sie können es eintragen mit Düngung, Aussehen, Pflanzen, Schutzmittel, Erntearbeit und Treibstoff. Dann es geht Maschinen. Da können Sie Ihre alle Schläfer eintragen und Arbeitsbereich eintragen, Abstand zum Arbeitsgerät, Versatz von der Miete oder dann Höhe und auch die zusätzliche Information. Aber auch ist gut, Anbaugerät hinzuzufügen. Wir machen es für Anbaugerät. Die Fahrzeuge haben wir ja bei diesem jetzt App viel. Und da gibt es ja da die Arbeitsbreite 12 Meter, also dann 4, 5 Sekunden es eintragen und speichern. Und dann beim Fahren wird die Breite auf dem Feld zeigen und das Feld bearbeiten. Und Arbeiter, sie können dann hinzufügen ihre Arbeiter mit dem Namen. Da habe ich mich, Olga Taras Pavlo, hinzugefügt. Wir klicken mal kurz auf Olga. Da können Sie das Bild eintragen oder dann den Namen oder dann Beruf oder dann zusätzliche Informationen. Also mit Dokumentation haben wir jetzt dann es alle angesehen. Fieldbishop, das ist, wenn Sie da Interesse an unserem verschiedenen Produkten haben, Empfänger L1 oder L2 oder dann die Basisstation. Da können Sie draufklicken und die Info sehen, diese alle Daten und auch Vergleich zu verschiedenen Systemen. In Einstellungen, da gibt es nicht viel Interessantes, aber da gibt es auch Beta-Funktionen, wie zum Beispiel Feldgrenzalarm. Wenn Sie dann zum Feldgrenz kommen, wird da die App Ihnen es zeigen und auch einen Sound machen. Auch gibt es die Beta-Funktion mit Rückwärtsbewegungserkennung. Mit Navigationstoleranz, da ist besser 0 zu setzen. Auch gibt es GPS-Position im Fahrzeug. Wenn Sie wollen, die Position der Antenne dann nach links oder nach rechts verschieben. Mit Maßeinheiten, ja, die Sprache, auch Webseite. Alarmtyp ist auch wichtig. Es sind dann Beep, wenn Sie zum Feldgrenze fahren. Und auch da gibt es die Synchronisation. Wenn Sie wollen, dann die Daten in Cloud speichern. Wenn Sie Internet haben, können Sie auf diese Taste klicken. Und auch die App funktioniert in Offline-Modus, da die Daten werden bei Ihrem Gerät lokal gespeichert. Und sobald Sie Internet haben, werden dann in die Cloud übertragen. Da gibt es auch viel die Community, wenn Sie wollen, dann die Gruppe, auch die alle, die Kunden und Landwirte kennen, lernen. Okay, dann
Mit Feedback ist es dann mit Logs-Daten von der App, die uns sehr helfen, wenn dann die Probleme vorkommen oder dann, wenn etwas nicht funktioniert, es funktioniert mit dem Feedback. Und beim Navigieren würde ich Ihnen jetzt ein Demo zeigen. Also, wie machen Sie es dann gewöhnlich? Sie haben RTK jetzt zum Beispiel, die Genauigkeit. Da kann man dann die Filter L1 auswählen, dann oder L2. Autos, die sind dann die MDU. Oder andere Empfänger ist es, wenn Sie einen externen Empfänger haben, der per Bluetooth verknüpft sein soll. Da geht es, es wird dann funktionieren durch diese Lasche. Jetzt ist es GPS Inter, aber es ist für die Demonstration ist es RTK angezeigt. Unten sehen wir dann den Track. Wir können es dann zum Beispiel weiter bearbeiten oder ich mache jetzt dann ein neues mit Aufgabe. Wir nehmen dann, ich probiere mal beim Düngung. Es ist besser, dann dieses Feld auszuwählen. Mit Fahrzeug 12 Meter. Ja, es passt dann. Speichern. Es ist dann Demo. Und wir machen aber gerade. Moment, ich klicke mal kurz auf Fahren. Jetzt machen wir dann den Standardvorgang. Sie sind jetzt auf dem Feld. Sie starten dann die Arbeit. Sie setzen Punkt A. Das Ende, ja, können Sie dann mit B setzen. Ich würde gerne jetzt es stellen. Dann werden gleich die Linien aufgebaut. Und Sie können dann gleich Implement, ja, Anbaugerät einschalten. Und dann, Sie sehen den Namen, die Größe, die Linien wurden aufgebaut. Das ist dann aber gerade müsste. Dann, wenn Sie zum Ende kommen, nach links und dann nach rechts, oder wenn es mit MDO wird es dann automatisch zur Linie. Ich setze jetzt dann die Pause, speichern. Da gibt es auch dann Strecke messen, wenn Sie es brauchen. Moment, wir machen es dann richtig. Ich habe dann es, Moment, den Feld geklickt. Ich probiere es. So. Messung, ja, beenden erst. Ja, ist das jetzt die Demo? Wir fahren jetzt. Ich setze da. Da, Sie können dann die Strecke messen oder mit dann für die Fläche. Ich mache es jetzt schnell. Wir fahren jetzt bei dieser Demonstration. Sie sehen dann gleich die Größe und auch die Kalkulation vom Perimeter. Gehen mal kurz zurück. Und da gibt es auch verschiedene Ansichten für Ihr Feld. Wenn wir auf Normal klicken, wird dann die normale Mappe angezeigt mit Hybrid. Da waren wir jetzt bei diesem Ansicht. Oder dann Satelliten. Es wird auch dann ein anderes aus. Sehen, dieses Feld ist jetzt dann grün mit Hybrid oder dann normal. Da soll ich ein bisschen minimieren. Moment, wir machen dann es mit dem Feld. Okay, Moment. Muss es jetzt richtig machen. Okay, es passt dann. Okay, ja, mit dem Ansicht. So, drei verschiedene. Oder dann 3D oder 2D.
es wird dann gleich für Sie so angezeigt mit diesen Linien, wenn wir fahren mit 3D, mit 3D. Okay, so. Wir machen es kurz so. Sie sehen auch dann die anderen Felder. Wenn Sie ein Feld bearbeitet haben und wollen dann zu anderen gehen, wenn Sie auf diesem ein anderen Feld bleiben, wird dann das System es auch übernehmen. Okay, dann mit Navigations, da ist auch dann die Feldgrenzenalarm, Alarm-Typ, das empfehle ich Ihnen zu probieren. Moment, weiter. Ja, also, es wird Ihnen gleich angezeigt, wie viele Meter bis Feldgrenze ist und auch wird es gepiept. Wenn Sie den Sound nicht brauchen, können Sie es ausschalten, aber für die Sicherheit ist das eine gute Funktion. So, dann wir fahren jetzt in eine andere Richtung und dann fällt Alarm ist jetzt weg. So, da habe ich Ihnen mit Anwendungssound Alarm Tiefengrenzen angezeigt. Speichern und ich prüfe noch, da habe ich Ihnen dann alles angezeigt. Und was ich noch zeigen will, es ist, wenn Sie dann Fragen haben, welche Müsse ist es besser dann zu benutzen? Es gibt dann die Lösungen auf dem Bild oder dann beim Beschreibung von diesem Münster. Da die alle wurden gut geschrieben, wie sie es dann machen oder welche sie ausfällen. Mit Navigations-App habe ich es alles angezeigt, was ich wollte. Nächste ist, ich würde auch schnell zeigen mit Weblösung. Moment, wir machen es richtig. So, und dann Navigations-App haben wir gezeigt. Kurz schließen. Gibt es bis hierhin vielleicht schon irgendwelche Fragen, die Sie stellen möchten, oder? Zeigen. Tak, okay, Moment. Scheinbar nicht. Wir machen das jetzt so. Tak. Moment. So. Ja, also. Jetzt wird Ihnen dann die Weblösung angezeigt. Was ich da finde, sehr cool. Also als erstes ist es, wenn Sie wollen, dann Feld hinzufügen. Sie können es entweder importieren oder dann Zeichen. Mit Zeichen funktioniert es einfach. Sie setzen dann die Punkte, doppelklickt, sie wird gespeichert und das Feld wird dann erstellt. Wir schreiben dann, es ist Webinar, Gruppe, Kultur. Ich kann auch dann auswählen. Ich speichere es kurz. Und da gibt es auch meistens die Fragen, wie kann man dann die Felder importieren. Es ist dann die einfache Funktion und auch die Lösung. Einfach, Sie sollen ZIP-Archiv mit Ihren SHP-Dateien haben. Wenn Sie dieses Archiv öffnen, Sie sehen alle SHP-Dateien von Ihrem Feld. Sie können es auswählen und dann gleich importieren. Da wurden auch ein paar Anfragen in ein Archiv, war ein Ordner und dann die SHP-File-Dateien. Das hat nicht funktioniert. Einfach SHP-Dateien aus dem Ordner zum Archiv und es wird dann gleich importiert. Da ist dann die Felder, die wir jetzt waren. Es wird auch mit Navigations-App synchronisiert. Wenn wir es draufklicken, wir sehen den Boden, die Werte. Dann die Verlauf mit Feldnamen,
Fläche, wenn Sie wollen es löschen oder bearbeiten oder dann Schlaggrenzen ändern. Mit Wörterverzeichnis ist es von Ihre Daten, Betriebsmittel, Maschinen, Kulturen oder dann Personen. Mit Aufgaben habe ich es in Navigations-App angezeigt. Es wird dann mit Weblösung synchronisiert. Und auf der Karte, da links, sehen Sie Ihre Felder, alle Aufgaben, Notizen. Wenn Sie wollen, dann auch die Messung starten. Ja, wir von einem Perimeter, das ist wie eine Länge. Moment, dann klicken drauf oder dann Fläche. Zum Beispiel, wir nehmen dieses Feld. Tag. Moment, Tag. Tag. Okay. Wenn da es ein bisschen nicht so einfach ist, mehr Punkte dann zu setzen. So, und Sie sehen dann auch die Größe. Da in Navigations-App, in Weblösung habe ich es jetzt, ich denke, alles gezeigt. Und auch Ihr Profil mit dem Namen und mit dem Foto. Und auch da können Sie Ihre Aufgaben entweder als PDF herunterladen oder dann ein Excel. Es ist auch sehr wichtig zu sehen nach Ihrer Arbeit, was gemacht wurde in diesem Format. Und auch da gibt es Export von diesen Feldern in CAMEO-Format oder SGP. Da zum Beispiel haben Sie einen anderen Account und Sie brauchen dann nochmals Ihre Felder. Sie können es exportieren und dann wieder in einen anderen Account importieren. Beim Weblösung habe ich es jetzt alles angezeigt, was ich wollte. Ich sehe da auch da die Frage über SAPOS. Ich werde es jetzt Ihnen zeigen und erzählen. Da haben wir jetzt nicht viel Zeit. Dann die Weblösung ist es schon für uns klar. Ich starte mal dann die Präsentation. Moment. Ja, also. Dann das. Tag. Tag. Ich sehe da jetzt die Frage wegen SAPOS. Ist es dann, Sie können es in solche Richtung lösen. Also erst sich beim SAPOS anmelden. Da gibt es entweder die kostenlose Abonnement oder dann ja für welches Sie bezahlen sollen. Sie bekommen dann Ihre Daten, Ihr Login, IP-Adresse, das Kennwort, Mount Point und dann Sie können es in Toolbox-App von Philby eintragen. Sie verknüpfen, Sie verbinden sich einfach mit Antenne. Dann links sehen Sie die Lasche Entrip. Sie klicken drauf. Sie können dann gleich Ihre Daten eintragen, gespeichert. Sie kommen zurück und Sie sehen dann gleich, entweder es ist FRTK oder dann RTK. Und dann ist Entrip entweder gut, grün, ist oder dann, wenn Sie die Daten nicht richtig eingetragen haben, dann wird es rot angezeigt für Sie. Das ist dann die normale Fehlermeldung. Und bei Entrip sollen Sie auch auf Format RTCM 3.1 beachten. Wir unterstützen dann RTCM 3.1. Da war auch ein Fall mit RTCM 3.0, das hat nicht funktioniert, aber dann mit 3.1 hat unser Kunde gleich die Daten richtig eingetragen und es hat funktioniert. Dieser Kunde war also aus den USA.
alle ihre Geräte werden synchronisiert. Ich komme jetzt zurück zur Präsentation. Webanwendung habe ich für Sie angezeigt. Ihre alle Felder, Aufgaben, Notizen, Weblösung haben wir gemacht. Da wollte ich auch kurz erzählen mit RTK-System mit Philby-Antenne. Da ist von Philby-Antenne Bereich in der Empfangskorrektur 2,5 Kilometer in Radiomodus. Im Internet ist es dann 20 Kilometer. Empfang von ersten RTK-Signal ist bis 60 Sekunden. Wenn Sie dann das Signal verliefern, wird es bis 30 Sekunden wiederhergestellt. Wenn Sie im Feld sind, wenn Sie mit dem Traktor fahren, es wird dann gleich übernehmen. Bei der Antenne gibt es die Neigungskompensation-Funktion. Da ist Bereich plus minus 15 Grad und Genauigkeit ist 1 Grad. Genauigkeit des eigenständiges Gerät ist von 20 bis 30 Zentimeter. Es bedeutet, wenn Sie dann einfach sich mit Antenne verbinden, nur mit Antenne, dann bis 30 bis 20, von 20 bis 30 Zentimeter. Genauigkeit mit RTK-Korrektur bis 1 Zentimeter. RTK-Korrektur bekommen Sie entweder von Entrip, wenn da gibt es eine Basisstation, oder dann, wenn gibt es keine Basisstation bei Ihren Feldern, dann von der Basisstation, zum Beispiel von Philby. Sie können es auch so machen. Die Signale ist GPS, GLONASS, Beidou und Galileo. Und da diese Antenne ist empfehlen für Felder mit Hügeln oder dann Hindernisse, die diese RTK haben. Da ist die Kompatibilität der App mit externen Empfängern. Wir waren in der Navigations-App. Sie klicken dann auf Gerät anschließen, andere Empfänger. Sie können dann gleich nach Novatel oder andere Antenne suchen. Einfach Bluetooth einschalten. Sie sehen dann die Antenne. Da solche Kompatibilität ist in Premium-Version. Ich empfehle Ihnen erst die Testphase für 14 Tage machen und probieren mit einer Antenne sich zu verbinden. Da sieht man die Philby oder dann von RS2 REC oder dann von Leica. Es ist dann die Autolenkung von Philby. Es heißt MDU. Es wird dann an dem Lenkrad verbunden und es wird nach links und dann nach rechts gedreht. Da gibt es drei verschiedene Verbindungen. Entweder Tablet mit ISU, mit Wi-Fi-Modus direkt oder dann mit dem Router. Wenn Sie dann die Daten für Entrip eintragen, wird es gleich an die Antenne übertragen oder dann mit dem Internetkabel Ihr ISU mit dem Telefon verbinden. So. Da ist auch ein gutes Video von unserem Kunden. Wir sehen gleich Korrektur, Muster, Hektar, wie viel Hektar, Geschwindigkeit, die Distanz und die Uhrzeit. Ich klicke dann mal. Es ist die manuelle Spurführung. Keine MDO ist jetzt auf dem Lenkrad installiert. Feld ist jetzt gut. Und Sie sehen, dass Sie sind jetzt in der Mitte. Es ist gut für die manuelle Spurführung. So. Auch ich wollte da auf dem Bild wurde es angezeigt mit Bäumen beim Feldgrenzen. Da, ja, wenn sie zum Feldgrenze kommen, würden gleich eher die Apps sagen. Es ist dann Autolenkungssystem.
Mechanical Driver Unit, MDU. Es ist jetzt auf einem Traktor installiert in solche Position nach rechts. Es wird dann automatisch nach links und dann nach rechts gedreht und dieses MDU bleibt der Traktor in der Mitte. Es ist dann ein Video aus der Türkei. New Holland TD100. Und mit der Kompilität können wir Ihnen gerne helfen. Wir brauchen nur von Ihnen das Modell. Und da kommen wir jetzt zum Ende. Ich wollte sagen, dass der Fahrer selbst ist ein wichtiger Erfolgstraktor, da die Landwirte viel machen und wir wollen die Landwirte unterstützen mit der Lösungen, mit gutem Preis, mit Genauigkeit, damit es gut funktioniert. Wir wollten dann auch Ihnen bedanken für solche Arbeit, für die ganze Welt und auch für mich. Es ist auch sehr interessant, wie es mit dem Feld funktioniert, mit Bearbeiten, mit Traktoren. Es ist nicht einfach, mit auch Seasons, aber sie sind ja die Besten, die Landwirte. So, da ist da unsere Kunde, da ist Herr Rosoglu, Metin, da ist dann die Antenne, Traktor, Antenne. So, bei unserer Webseite gibt es Datenbank von die häufigsten Fragen mit zur L1 oder L2 oder dann für Antrieb oder Updates oder Lizenzschlüssel oder was sollen Sie vor dem Kauf beachten. Auch da gibt es bei uns ein unser neuer YouTube-Kanal Philby.de. Sie können dann die Webinars, die Demo-Tour anschauen, die Unboxing, Installation über MDU. Da gibt es verschiedene interessante Videos und ich empfehle Ihnen es dann zu besuchen oder jetzt auf dem Monitor dann es zu scannen. Und vor kurzem war dann in Deutschland, in Bayern, die Demo für die Kunden, auch beim Kunden und auch für die neuen Kunden und für die Landwirte. Da ist es jetzt Video circa eine Stunde. Da ist dann unser Team bei meinem Kunden. Und da wurde auch eine Demo-Tour gemacht, ein Workshop mit den verschiedenen Installationen von Empfänger, Route, Issue, MDU. Ich empfehle Ihnen dieses Video, da kann man auch sehen mit MDU-Installation, Herr Torzoglu zeigt es, wie kann es verknüpft sein. Dann, wie es auf dem Feld funktioniert, ist es dann live. Wenn Sie es schauen mit dem Felder, da wurden bei der Demonstration drei Kamera gemacht. Das war sehr interessant. Herr Kusuk ist da, ist Herr Torozoglu. Da ist der Demo-Tour war wirklich gut und hat viel Spaß gemacht. Da werden auch dann bald die Interviews kommen von den Landwirten. Da gibt es auch dann die interessante Ideen und die Kundenwünsche. Moment, ich klicke kurz zurück. Tack. Tack. So, und zum Ende, ja, es ist dann, wir haben deutschsprachiger Support. Ich habe Ihnen dann dieses Foto am Anfang angezeigt. Wenn Sie die Fragen haben oder was nicht funktioniert, wenn Sie Unterstützung brauchen, sind wir dann per E-Mail oder dann per WhatsApp zu erreichen. Wir würden und wollen gerne Ihnen helfen mit dem Philby, mit Produkten. Und jetzt ist es dann
für unser Webinar. Wir sind jetzt zum Schluss gekommen. Was ich Ihnen zeigen wollte, habe ich jetzt angezeigt. Und wenn Sie Fragen haben, bitte schreiben Sie jetzt im Chat. Und nächster Slide ist für die dann ein Rabatt für Sie. Ich will jetzt, wenn Sie die Fragen haben, bitte schreiben Sie es im Chat. Ich kann es dann antworten. Und nächster, Sie schreiben jetzt bitte die Fragen und ich klicke jetzt für Sie für den Gutscheincode Webinar, damit Sie dann den Rabatt 10% bekommen. Sie können es beim Verkauf einfach dem Verkaufsberater schreiben, ich habe den Gutscheincode Webinar, ich will dann 10% bekommen. Und wenn Sie dann Empfänger oder mit App oder mit MDO kaufen, Sie können es dann bekommen. Und ich, so mit dem Sapos, ich denke, ich sehe jetzt im Chat, ich lese es jetzt vor. Ja, die Antenne braucht man und dann die Interim-Daten in Toolbox-App einzutragen. Okay, wenn Sie wollen, ja, ich bleibe noch ein oder zwei Minuten, wenn Sie Fragen haben. Jetzt bin dann unser Webinar jetzt zum Schluss gekommen, ja. Okay. Da ist dann die Frage. Okay, ich lese es kurz vor für uns. Ich möchte die Messdaten selber auslesen. Also hoch und rechts wird in meinem Fall, kann man die als Stream auslesen, also in mehr Fallstream. Ja, ich empfehle Ihnen dann, wenn Sie in Toolbox-App gehen. Sie sind zum Beispiel mit der Antenne verbunden. Oben rechts ist dann die Lasche für NMR-Daten. Sie können es online sehen. Oder dann Empfänger mit dem Laptop durch DB9 Connector verbinden und in einem App können Sie dann die NMR-Daten sehen, ja, als Stream. Ja, vielen Dank, Steffen. Es ist dann für mich auch gut zu hören, dass es war interessant für Sie, für alle. In Toolbox-App, Sie sehen es dann gleich, es wird dann schnell angezeigt, die NMR-Daten, Ihre Position. Und damit Sie die Daten abgreifen, ist es dann durch Empfänger, Kabel und dann mit Laptop, Notebook. Ich notiere jetzt dann für mich. Diese Fragen hatten wir schon über in mehr Daten. Ich notiere es für mich, damit wir es Ihnen dann zeigen können und auch mit der Anleitung. Moment. Grund-App in ich würde es jetzt zeigen, Moment, ich probiere mal. Okay, dann wir machen es so. Es ist jetzt kurz auf Deutsch. So.
Es ist dann Navigations-App. Wir gehen richtig zum Toolbox. Und dann ist es jetzt angezeigt, rechts ist drei Punkte. Sie klicken drauf und Sie sehen in mehr Konsole. Und Sie bekommen dann gleich diese Daten. Wenn Sie wollen es auf einem File haben, soll es dann von der Antenne exportiert werden. So, dann mit Toolbox ist es, ich denke, ist es dann klar. Und bitte dann nicht vergessen, auch den Gutscheincode aufzuschreiben mit Webinar. Ich bin dann noch für 2 Minuten und werde dann das Webinar stoppen. Oder wenn Sie auch die Idee haben für die nächste Webinar, Sie können es auch schreiben. Das ist dann auch interessant mit der Funktion, mit Ihr Interesse. Okay, dann ich sehe keine Kommentare. Und zum Schluss, man sieht unser Logo und ich würde dann jetzt mit Webinar dann es stoppen, ja. Okay.